28. November. Ungefähr 6 Uhr morgens. Mein Name ist Marisa Jean McCallum. Was zum Teufel war das? Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ich war schon fast da und plötzlich geschahen ganz furchtbare Dinge. Die Meteore enthielten außerirdische Intelligenz, was sie beabsichtigt. Sie schillern und bewegen sich. Ich habe keine Ahnung, warum sie uns angreifen. Das Überleben der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel. Wenn das jemand findet, bringen Sie es doch bitte meinen Eltern, Alan und David McCallum. Sie leben in Colorado. Mom, Dad, ich liebe euch. Ich muss weg. Ich muss weg. Es ist unbeschreiblich. Das Ziel der Angriffe sind vor allem Militärbasen und Regierungsgebäude. Landsleute, die Situation nimmt bedrohliche Ausmaße an. Oh, oh mein Gott! Oh. Oh. Komm mit! Wir müssen weg hier! Kommen Sie schnell! Beeilt euch! Schneller, kommt schon! Ich habe gesehen, wie Soldaten schwere Waffen verteilt haben. Hier lang, kommen Sie! Schneller! Na los! Los! Alle Militärbasen wurden geräumt, inklusive aller Waffen, sogar Raketenwerfer. Es heißt, jetzt müssen das Volk und das Militär zusammenstehen. Heilige Scheiße! Runter! Runter! Wir müssen sehen, dass wir aus der Stadt rauskommen! Das ist doch kein Sinn. Woher weißt du, dass die Ausfallstraßen frei sind? Was zur Hölle? Weil ich jetzt was schließe, die verdammten Explosionen! Die Straßen sind viel zu gefährlich! Wir gehen in die Wüste. Waffen gibt's genug. Siehst du da drüben? Das ist mir egal. Wenn wir hier bleiben, sind wir doch nur verdammte Zielscheiben. Das ist nur das Licht einleuchten. Was ist das für ein Geräusch? Kommt mit. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Nein, danke. Das halte ich nicht aus. Ich kann nicht. Hör auf damit und weiß auch nicht, was wir tun sollen. Schon hin. Bist du sicher? Lass mich nur machen. So geht das nicht. Also, Maul. Du hältst es so. Warte. Und dann musst du nur noch. Was zum Henker tut ihr schließ denn? Schließ das Auto kurz und bring schon. Uns hier raus. Radio geht. Schließ das verdammte Auto kurz und fallen sich um. Hallo, Ruhe. Schreien hilft kein bisschen weiter. Beeilt euch, diese scheiß Muslime greifen uns an. Das ist Quatsch, das wissen wir doch gar nicht. Wenn du es nicht kannst, werde ich es tun. Also mach gefälligst Platz. Ich bin doch schon dabei. Gib mir eine Sekunde. Du hast was von Waffen gesagt. Ja, 30 Meilen südlich von der Stadt. Aber das ist doch in der Wüste. Ja, der sicherste Ort. Das ist doch der ideale Platz. Ein besseres Versteck gibt es doch gar nicht. Mal auch so zu erstmal kommt das blaue Kabel. Nehmen wir das blaue Kabel, verbinde es ich mit dem Ich weiß nicht, nimm lieber das andere Gelbe. Ich bin sicher, du musst dieses Gelbe mit dem blauen verbinden. Gelbes. Hey, ihr da drin. Wir müssen Wagen die Stadt starten. Evakuieren. Wir sind gleich weg. Los! Oh Gott. Wartet. Sie kommen, wir müssen hier sofort verschwinden. Sofort! Sofort! Was ist denn los? Das weiß ich selbst noch nicht. Oh nein! Wir müssen hier weg! Das sind keine Terroristen.
denn? Paradise City, das ist ein Militärstützpunkt. Ich weiß nicht. Das ist die einzige Chance, also gehen wir. Kommt schon. Na los. Ob das so schlau ist? Hey. Komm jetzt. Wir schaffen das, aber wir müssen zusammenhalten. Ich habe eine Überraschung für die. Darauf werden sie nicht gefasst sein. Komm mit. Bleib bei uns. Komm jetzt, komm schon. Da ist es, ich sehe es schon. Komm. Oh nein. Komm, wir müssen weiter. Wir sind fast da. Rein. Sieh schon. Wo sind die anderen? Egal, die treffen wir schon wieder. Es ist jetzt ruhiger, aber es ist immer noch zu hören. Und Joni. Sie ist verletzt. Ich würde ihr gern helfen, doch dazu müsste ich rausgehen. Und das würde ich ungern allein tun. Ich sag's nicht gern, aber ich könnte Hilfe brauchen. Nein, ich tue es. Es geht nicht anders. Was ist das? Ein Tier. Ist das ein Hund? So einen habe ich noch nie gesehen. Tja. Warte. Da ist jemand. Hey. Ihr solltet nicht hier draußen sein. Es ist gefährlich. Ja, wisst ihr. Ja, richtig. Wir suchen was Essbares. Weißt du, wo wir was finden können? Wir sind nicht bewaffnet. Nur müde und hungrig. Bist du ganz allein? Da ist noch eine Freundin. Okay. Kommt mit. Na los. Hier rein. Danke. Alles okay? Nein. Das sieht aber nicht gut aus. Das ist Joni, ich bin Marissa. Roger, hey. Hey. Anders. Angenehm, Anders. Es wäre wichtig, dass Joni einen Verband bekommt. Ich kann sowas ganz gut, aber ich habe hier nichts, um sie zu verbinden. Ah, wo sind die Vorräte? Wir haben nur noch das da. Ist sie deine Schwester oder eine Freundin? Wir haben uns gerade erst getroffen. Ich bin Reporterin am falschen Ort zur falschen Zeit. Ja, allerdings. Also, da ist ein Laden ein paar Straßen weiter, aber ich wollte sie nicht allein lassen. Könnt ihr kurz auf sie aufpassen? Ja, machen wir doch gerne. Natürlich. Wollt ihr das wirklich für mich tun? Das wird schon wieder.
Legt das drauf und es dauert nicht lang. Klar. Passt auf euch auf, ja? Okay. Das kriegen wir schon hin. Klar. Hast du Hunger? Nein, nein, danke. Wirklich nicht? Mir ist schlecht. Vielleicht ein Glas Wasser. Okay. Es ist gleich da vorn. Ganz sicher? Ja, ich habe früher hier gearbeitet. So viel zum Militär. Die haben uns wie Vieh abgeschlachtet. Wir helfen uns schon selbst. Das müssen wir. Alle Bürger werden aufgefordert, sich so gut wie möglich zu bewaffnen. Vizepräsidentin Clinton rief dazu auf, Widerstand zu leisten. Hast du Familie oder nur Roger? Nein, nur Roger. Er ist mein Halbbruder. Also schon Familie. Verstehe. Jedenfalls mehr als meine Ex. Was ist mit dir? Hast du eine Schwester? Du hast doch keine Kinder, oder? Oh Gott, nein. Ehemann? Ich habe Eltern und ein Pferd. Ein Pferd? Keine ist der... Vorurteile, bitte. Wie heißt es denn? Baby. Keine Vorurteile, sagst du, weil Lach Kinder nicht. Haben. Geh weiter. Kennst du die beiden? Nein. Hey, alles klar, Mann? Alles klar. Ist das dein Laden, oder? Das ist eine militärische Einrichtung. Wie heißt dein Regiment? Was bedeutet Militär? Vielleicht kann die AK-47 das beantworten. Was meinst du? Keine Aufregung, ganz wir ruhig. Wir brauchen nur etwas. Ihr seid hier nicht willkommen. Zieht Leine! Zum nächsten Laden ist es zu weit. Wir brauchen nur einen Moment, dann sind wir gleich wieder weg. Ich hab den ganzen Scheißtag. Was meinst du, wie viele Leute mich hier anbetteln? Aber klar, glaube ich dir. Hier gibt's doch genug zu essen für uns alle. Denkst du nicht? Hör zu. Vielleicht findet ihr einen scheiß Taco Bell. Ihr helft wohl nur euch selbst. So reden wir eigentlich mit euch. Verschwindet! Soll ich euch beide machen? Was soll denn das? Mach das hier verschwinden! Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Vielen Dank auch. Bist du wahnsinnig? Was denkst du dir dabei, auf diese Leute zu schießen? Ich hab's meine... einfach satt. Verstehst wir du das? Wir werden die Munition noch brauchen. Mir zerspringt fast der Schädel. Machst du es mal dunkler? Es ist furchtbar hell hier. Ja, natürlich. Einen Augenblick. Der kannst du nicht einfach mal dein großes Maul halten? Blöd, stell dich da drüben Fuck hin. You. Das ist dein Job. Fuck you, du bist ein Arschloch. Nicht weiter. Fuck you. Ganz ruhig. Was tust du da? Was ist mit dir? Fuck. Willst du eine Decke? Nein, danke, aber ein Schluck Wasser wäre gut. Natürlich. Gleich da. Okay. Komm, ich helfe dir. Ja, danke. Noch ein bisschen, so. Was ist los? Was ist denn? Was hast du denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Was ist los? Warte, ich mach es mal nicht einen Augenblick. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mein Gott, was ist denn hier los? Was hat sie? Sie fing auf einmal an zu würgen. Ich weiß auch nicht. Was ist passiert? Ich hab dir nur Wasser gegeben, dann fing sie an zu würgen. Joni, was ist mit dir? Versuch ruhig zu atmen, ja? Wasser? Das ist Bleiche, ein Bleichmittel. Sollte ich das wissen? Ganz ruhig durchatmen. Beruhige dich, du musst atmen. Ganz ruhig atmen. Roger, 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 Roger. Ich brauche Milch. Bring mir schnell die Milch. Sie ist in der großen Tüte da hinten in der Küche. Beeil dich. Es tut mir leid. Okay, Joni, ich gebe dir jetzt etwas Milch. Du musst versuchen, es drin zu behalten. Bring sie nicht wieder raus, ja? Komm, langsam trinken. Merkst du das ich halte ihren Kopf! Hey, halt dich lieber raus! Zu. Leg dich auf deine linke Seite und versuch sie drin zu behalten. Was soll ich machen? Das wird dir gut tun. So, schön langsam. Sie ist Krankenschwester, du Klotzkopf. Jetzt lass sie ihren Job machen. Ich versuche wenigstens zu helfen. Was tust du eigentlich? Nein, nein, nicht würgen, Joni. Du musst sie drin behalten. Komm, sieh mich an. Wir Hör kriegen mal. Das schon hin. Kann es wird gleich tun? Besser, okay? Ich würde gerne ich helfen. Ich weiß es nicht. Hol etwas Wasser. Kühl ihre Stirn. Ja, gut, wir müssen sie ruhig halten. Joni, sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird gut. Ich gebe dir noch etwas Milch. Ruhig atmen. Nein, du musst sie was drin tut behalten. Sie denn? Nicht oh, nein. Okay, hinlegen. Okay, ja, hinlegen. So. Ja, so. Ganz ruhig. Was hast du ihr gegeben? Milch. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin OP-Schwester. Ich habe sowas noch nie gemacht. Was heißt OP eigentlich? Nicht aufgeben, hörst du ganz ruhig, nicht, Johnny. Du schaffst damit das. Und lass sie endlich in Ruhe. Ich lass sie schon in Ruhe. Halt Johnny, jetzt den Mund, nein, verdammt. Nicht doch. Nein, nein. Ich komm wieder.
Joni, sie... Blödmann, das ist deine Schuld. Hör gefälligst auf, mich Blödmann zu nennen, du Arschloch. Oh Mann, hört auf mit der Scheiße. Das können wir sofort klären, gleich Joni. Hier. Oh Gottes Willen. Oh Joni. Mein Gott. Oh mein Gott, so viel Blut. Du musst jetzt tapfer sein. Joni, leg dich hin. Leg dich hin, Joni. Ich brauch das Handtuch. Gib's mir. Viel mehr können wir nicht tun. Oh mein Gott, noch mehr Blut. Ruhig. Über mich. Du musst mit ihr reden. Was ich tun rede soll. Mit ihr und beruhige sie. Joni, Joni, ich nur keine versuchen. Angst. Du musst versuchen, ja. Ruhig zu bleiben. Ich hab keine Angst. Ruhig. Jetzt ruhig atmen. Ganz ich ruhig nicht, was atmen. Wir ja. Was können wir noch für sie tun? Lass mir. Lass mir, Rissa, nur machen. Sie ist verdammt, wie sie ist. Und wir können gar nichts tun. Los damit, hör auf zu schmeißen. Helft mir. Helft mir doch. Also, Joni wird sterben. Ich wünschte, wir könnten sie in ein Krankenhaus bringen, wo wir ihr den Magen auspumpen und Medizin geben könnten. Es wäre schon möglich, ihr zu helfen, aber hier kann ich gar nichts tun. Früher, ich war noch ein Kind. Da hatte ich ein Pferd, sein Name war Kürbis. Und er brach sich das Bein durch einen Sturz. Und alle sagten, er hätte vermutlich keine Chance. Vermutlich. Dieses vermutlich war sein Todesurteil. Ich wollte es nicht tun. Und jetzt will ich es auch nicht. Ich kann nicht mal daran denken. Sie können ihr wahrscheinlich besser helfen als ich. Ich sag's nicht gern, aber ich brauche sie. Ich kann nichts mehr für sie tun. Es muss doch etwas geben, was Nein, wir tun können. Hör zu. Wir können nichts mehr für sie tun. Bitte. Roger, sie wird sterben. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Es wird immer schmerzvoller für sie werden. Ich denke, wir sollten es beenden. Sie töten? Okay. Und wie, ich meine, wie willst du das tun? Ich weiß nicht. Ich werde sie nicht erschießen, nein. Okay. Das tue ich nicht. Wie wär's, wenn wir ihr das Genick brechen würden? Ich meine, das geht schnell, sie spürt keinen Schmerz, nicht? Sag mir, dass sie nicht spüren würde. Okay. Gut, ich werde es tun, ich werde es tun. Das wird nicht leicht für mich. Oh, bleib ganz ruhig, leid. Joni. Es geht nicht. Du hast gesagt, du würdest es tun. Ich weiß, du kannst es. Joni, ich muss dir was sagen. Ich kann dir nicht mehr helfen. Joni, glaub mir, du solltest ihm das tun lassen. Joni, es gibt sonst nichts mehr, was wir für dich tun könnten. Die Schmerzen werden nur schlimmer. Und immer schlimmer. Nicht doch, Joni. Das hat keinen Zweck. Joni, hör doch auf damit. Wir wollen dir doch nur helfen, Joni. Joni, hörst du? Du musst mir helfen. Joni, das musst okay, du warte. Glauben. Augenblick, geh beiseite. Glaubst du mir, Joni? Es ist was ja, es tut so weh. Wir helfen dir. Du kannst dich darauf verlassen. Hey, du weißt, ich würde mir, dich ja? nicht belügen, Joni. Kannst du mich sehen? Sieh mich an. Nein. Okay, schließ die Augen. Ganz ruhig. Okay. Okay? Schließ die Augen. Es wird versucht, die Wasser- und Stromversorgung sowie Nachrichtenübermittlung aufrechtzuerhalten. Bitte verfolgen Sie die Nachrichten und Verlautbarungen der Regierung. Alles in Ordnung? Ich werde nicht sauber. Verstehe. Würdest du gern darüber reden, oder? Nein, nein. Weißt du, es wäre vielleicht gut, darüber zu reden, denn
Es ist nur menschlich. Na dann rede. Du hast das wohl nicht nötig. Du bist okay. Du bist cool. Ja, es ist cool, wenn du es in dich reinfrisst. Sehr gut. Und wie geht es weiter? Weißt du das? Wie geht's weiter? Was meinst Keine du? Keine Ahnung. Wir können hier nicht bleiben. Wir können... Hier ist gar nicht. Wir finden irgendwas. Was? Was willst du tun? Wir sollten hier weg. Es wird höchste Zeit. Irgendwas sollten wir tun, aber... Hey, hör auf, Mann, tu das nicht. Was denn? Das reicht. Sie zu trösten, nachdem ihrer Freundin das Genick gebrochen wurde? Das war deine Schuld. Niemand ist schuld. Fick dich. Meine Schuld? Du hättest genau dasselbe getan. Stockfinster, wie es war, wäre dir das auch passiert. Nein, du bist einfach blöd. Wieso denkst du nicht darüber nach, was wir tun sollten, hä? Du kannst hey, doch nur quatschen! Aufhören! Alle beide! Dadurch wird's kein bisschen besser, ist euch das klar? Wir sollten hier verschwinden. Du kannst nicht klar denken, das ist in Ordnung. Pass, aber du solltest denn, zuhören. Hören wir jetzt deinen Plan? Ja. Lass also uns bitte gehen. Erleuchte uns. Lass Hast uns du denn einen Plan? Gehen. Sag schon. Zum Angriff übergehen? 3 gegen 100? Ja, irgendwas tun. Mit dem einen Gewehr ist ja wirklich wenigstens toll. Tun wir was. Besser als sich hier feige zu verkriechen. Sollten wir nicht irgendwo hin, wo mehr Waffen und Menschen sind, weil wir als Gruppe mehr Chancen haben? Ach nein, du bist ja der Lone Ranger, ich vergaß. Hört auf zu streiten, bitte. Das hat doch keinen Sinn. Fass sie nicht an, verdammt. Hört was auf. Das? Was willst du denn von ihr, hä? Das kann doch nicht Wenn wahr ich sein. Wenn ich das will, dann werde ich sie anfassen, klar? Jetzt komm schon, Bruder. Bruder, ja? Du weißt, wohin das führt. Ja? Tue ich das? Was hast du vor? Hm? Wusste ich doch. Ich hätte einen Plan für uns, also... Ja? Okay. Dann raus damit. Du bist dumm, deswegen gewinnst du nie. Ich bin dumm, ja? Deswegen muss ich mir was einfallen lassen. Ja, ich bin so dumm, dass ich sie mitnehmen und beschützen werde. Sag mal, willst du mich schlagen? Willst du mich schlagen? Du hast einen Schlag frei, okay? Was, du Superheld? Spiel den beschissenen Superhelden. Aber ohne uns... Das Verteidigungsministerium hat Anleitungen für den Bau von Bomben veröffentlicht. Die Informationen bekommen Sie auf den üblichen Wegen über das Internet, in Büchereien, aber auch in Schulen. Seien Sie vorsichtig und folgen Sie der Anleitung sorgfältig. Unser Überleben hängt davon ab, wie effektiv wir uns gegen die Terroristeninvasion zur Wehr setzen. Hallo? Verfluchte Scheiße! Diese Maschinen wählen systematisch Menschen aus. Zu welchem Zweck können wir... Washington DC wurde schwer getroffen. Das Weiße Haus wurde dem Erdboden gleichgemacht. Das, bitte, wiederholen Sie. Oh. Oh mein Gott. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist tot. Thank you.
Hey Mann, hierher! Komm schon, schnell! Jetzt komm schon, beeil dich, hierher, weiter! Komm schon! Wir besorgen uns ein Auto, fahren einfach los und halten nicht an, bis wir in Paradise City sind. Und wenn da keiner mehr ist? Dann müssen wir improvisieren. Wir fahren weiter, ist doch egal wohin. Hauptsache, wir sind in Bewegung. Okay. Anders? Was? Wir hauen ab, wenn's hell wird. Okay. Und es wäre schön, wenn du mitkommen würdest. Nein, oh nein. Er wird wortkarg, ruht in sich selbst. Keiner kann ihn anerreichen. Macht irgendwas. Sie werden uns vernichten! Was? Sie werden uns vernichten, wenn wir hier bleiben. Wir sollten hier verschwinden! Sag wann. Okay, warte. Jetzt. Na los, nun macht schon. Was ist? Los doch! Es funktioniert nicht. Es wird explodieren. Wirf es weg! Ich trau dem Ding nicht. Es wird explodieren. Es wird explodieren! Da draußen verbessert sich nicht. Und was ist, wenn das so bleibt? Was tun wir dann? Wir können hier nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Und zwar schnell. Aber es heißt bei denen immer nur wie und wieso. Und dann baut er diese verfluchten Bomben und keiner weiß, ob mal eine funktioniert. Er weiß nicht, was er da tut. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Mir gefällt das nicht. Ich bin unruhig, ich fühle mich eingesperrt. So ein Mist, immer fehlt mir hier irgendwas. Ja, da oben ist auch nichts zu holen. Nein? Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Es ist auch ziemlich dunkel. Nein, nicht doch. Oh, großartig. Marissa, wo bist du? Marissa! Oh. Hey. Hey. Alles okay? Geht's dir gut? Geht's mir gut? Nein, es geht mir nicht gut. Hey, hey. So viele Menschen sind tot und wir sitzen hier und wir können nicht weg und wir haben keine Ahnung, was los ist. Ich will hier raus. Ich will einfach nur weg. Marissa, ich bin hier, nicht da. Ich will, dass das aufhört. Natürlich, ich weiß. Ich weiß. Aufhören. Sieh mich an. Okay, ich bin da. Wir werden diesen ganzen Mist nehmen und einordnen. Uns neu orientieren. Ja, einordnen. Und zwar in das, was wir tun. Okay? Sieh mich an. Ich bin's. Ich bin's, okay? Ich werde nirgendwo hingehen, okay. Ja? Ich werde dich nicht im Stich lassen, ja? Ja, glaub mir bitte. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Hm? Ich verspreche es. Anders, was? Hey, der Strom ist aus. Oh, das ist schlecht. Allerdings. Was zur Hölle machen die da draußen?
Keine Ahnung. Wieso lassen die uns nicht in Ruhe und hauen einfach ab? Die sollen verschwinden. Da stehen ein paar Leute. Ich höre das nicht aus. Mach die Tür zu, was tust du denn? Du wolltest doch wissen, was die machen, deswegen habe ich nachgesehen. Hör doch auf. Verfluchte Scheiße! Verdammt, was ist das? Das glaube ich ja nicht. Peng! Peng! Hey! Leg's wieder hin, das ist kein Spielzeug. Ich spiele nicht, ich mach mich damit vertraut. Ich übe. Und was machst du? Bomb meine Handarbeit. Woher weißt du, wie man die in Handarbeit macht? Also diese Bomben ich da. Ich weiß eine Menge Sachen. Ein bisschen davon und davon auch. Oh, was haben wir hier? Klasse. Was tun wir mit den Bomben, wenn sie fertig sind? Dann suchen wir uns Zünder. Bereit? Na dann mal los. Ja. Los geht's. Wird schon gut gehen. Los, schneller, schneller, Anders. Komm schon. Wie sieht's aus? Hab's im Visier. Los. Guter Schuss. Das Gewehr ist okay. Ja, du hast es fallen gelassen. Wieso? Ach, was soll's. Es ist nun mal passiert. Ist es intakt oder nicht? Ja, hab ich doch gesagt. Was ist? Ich liebe unser neues Oberlicht. Trotzdem finde ich, wir sollten machen, dass wir hier endlich wegkommen. Ja, ich bin dafür. Ja, vorher sehe ich nach, ob die Luft rein ist. Rauf hier, kommt. Du willst aufs Dach? Ja, warum nicht? Wäre schon gut zu wissen, was uns draußen erwartet. Komm. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Was siehst du? Ich weiß nicht. Sieht aus, als ob sie irgendwas bauen. Was sollen die bauen, Anders? Was verdammt nochmal ist das? Seht ihr den Kombi? Hey, gib mir nur 5 Minuten, dann läuft der, okay? Du kannst da draußen nicht rumlaufen. Anders kommen wir hier nicht weg und hier oben sind wir auch nicht sicher. Also dann, haben wir alles? Ja, ich denke schon. Hier ist das Gewehr. Und die Vorräte. Die Vorräte. Vorsichtig. Gut. Okay. Das ist kein Wasser. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Fehlt noch irgendwas? Irgendwas für unterwegs zum Essen? Hört ihr das? Was? Das. Was ist das? Oh Gott. Hey, seht mal da. Sieht bedrohlich aus. Was soll denn der Scheiß? Seht euch die Leute an. Gehen wir lieber wieder rein. Los, macht schon. Rein. Schnappt euch nur die wichtigsten Sachen. Los, schnell.
Licht an. Ein bisschen schneller. Ja doch, ich bin ja schon dabei. Ja doch. Wir brauchen die Handtücher aus dem Laden. Ja, aber schnell. Wir müssen hier unbedingt okay. alles abdichten. Ist ja gut. Na los. Hier gut und so. Hier. Gut. Du bist ganz schön fertig. Ich glaube, ich habe was von dem Zeug eingeatmet. Verklasse das auch noch. Ist ja großartig. Du bist paranoid. Ich rieche absolut nichts. Bin ich eben paranoid. Siehst du vielleicht irgendwas? Nein. Wir hätten vor 2 Stunden hierher abhauen sollen. Ich hab's geahnt. Wieso hörst du dich auf mich, verdammt? Niemals! Willst du wirklich jetzt darüber reden? Glaubst du vielleicht, das bringt irgendwas? Nein, wir sitzen hier in diesem beschissenen Scheißhaus und können nirgendwo hin. Wieso tue ich mir das an, mir diesen Blödsinn anzuhören? Blödsinn? Deine blöde Idee war es doch noch, hier zu bleiben. Und was ist jetzt? Wir sitzen in einem Scheißhaus. Wenn wir gegangen wären, wären wir schon lange tot. Wir wären schon in Paradise City, wenn wir vor 2 Stunden aufgebrochen wären. Fuck. Ihr könnt nicht immer nur streiten. Das ist jetzt auch egal. Wieso machst du nicht die verdammte Lampe aus, um die verdammte Batterie zu schonen? Kannst du nicht noch ein bisschen öfter verdammt sagen, hä? Kriege ich jetzt eine 6, Herr Lehrer? Jetzt beruhig dich. Reichlich zu essen und Wasser, uns geht's doch gut. Na klasse. Leute. Reichlich zu essen und Wasser. Alles, was wir haben, sind 3 Flaschen Wasser und ein paar verdammte Tüten Chips. Ja, wir leben im Überfluss. Das Verteidigungsministerium warnt dringend davor, die Häuser zu verlassen. Türen und Fenster sind abzudichten. Wer eine Gasmaske besitzt, sollte sie aufsetzen. Halten Sie sich ein Handtuch vor Mund und Nase. Der schwarze Rauch wird nur wenige Stunden anhalten. Wir können uns ja irgendwie die Zeit vertreiben. Spielen wir Such das Land. Es geht los mit A. Roger? Afghanistan. Ist doch ein Land. Ja, klar. Belgien. China. Dänemark. Was? Brauchst du Hilfe? England. Klar, wie immer. Frankreich. Oh Gott, ist das hart. Mal sehen. G. Griechenland. Haiti. Hat ja gedauert. Hey, was ist das für ein Geräusch? Hey, hey! Ich glaube, ich spinne. Isst du etwa? Hey, hey, hey! Was soll denn das? Wir hatten abgemacht, nur zusammen zu essen. Unsere Vorräte sind begrenzt. Das gehört nicht zu den Vorräten. Das habe ich mitgebracht, klar? Du hattest nichts dabei, als wir hereinkamen. Was hast du denn wieder für eine blöde Geschichte ausgedacht? Das ist mein, verstehst du? Schön, es geht wieder los. Jeder bekommt den gleichen Anteil, da Roger. Da gibt's doch keinen Anteil. Die habe ich mitgebracht. Meine Ach, Güte. Geht doch nicht. Hör die auf. Die war schon angebrochen. Wir haben gesagt, wir haben so wenig, dass wir es gerecht aufteilen. Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Ich sagte, diese Tüten hier werden aufgeteilt. Das habe ich mitgebracht. Deswegen findest du keine Freundin. Du bist ein Egoist. Hier, lernst du noch was über dich. Tja, das hat dich jetzt wohl tief getroffen. Du hast was zu essen und versteckst es vor uns. Wir hatten vorhin beschlossen, zusammen zu essen. Ich hab's nicht gesagt. Lass mich ausreden. Und wenn ich einen Hustenbonbon sag mal, was würdest du denn aussagen, dass ich den in 3 Stücke teilen soll? Ja, natürlich. Das ist bestimmt der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Hast du auch Wasser getrunken? Nein, ich habe kein Wasser getrunken, weil ich leider keins mitgebracht habe. Okay, weißt von du? Mir aus bade doch da drin, ist mir scheißegal. Irgendwas stinkt hier drin. Zieh deine Schuhe wieder an. Stinkst du? Ihr beiden seid wirklich unglaublich. Wisst ihr was? Ich sehe mal nach, was draußen los ist. Schlimmer als hier kann es wohl kaum sein. Ich finde, du solltest lieber nicht rausgehen. Weißt du, ich bin lieber alleine da draußen als hier drin. Geh lieber nicht vielleicht da raus. Denkst du inzwischen mal darüber nach. Du wirst dich doch nicht vertreiben lassen. Während ich weg bin, solltet ihr klären, was auch immer ihr zu klären habt, damit wir dann ab sofort an einem Strang ziehen und nicht mehr streiten. Natürlich. Denn so geht's nicht weiter. Er soll auch von unserer Vorräte. Ehrlich gesagt, ich kann's langsam nicht mehr hören. Ist nicht meine Schuld. Marissa, warte. Überleg dir das. Wie lange sind wir hier? Hat jemand eine Ahnung, wie lange wir hier sind?
Ich muss mal. Na, Moment, geht's doch noch. Nein. Ich suche einen geeigneten Platz. Mhm. Beeil dich. Toilettenpapier ist aus. Bitte, irgendwas? Nein. Ist ein Kassenbon. Das sehe ich. Nein. Hey, die ist noch unbenutzt. Meinetwegen. Wählerisch bist du auch noch. Willst du sie wieder haben? Nein, sie gehört dir. Jetzt oder nie, würde ich sagen. Ob sie die Stadt zerstören? Nein, das werden sie nicht tun. Glaub mir. Oh Mann. Heilige Scheiße! Ich hab's doch gewusst! Hab ich nicht gesagt? Ja, ich wusste es! Du bist ein Hellseher, Roger! Was, wenn die das mit allen Städten machen? Nein, das ist sicher nur zur Abschreckung. Wenn sie das überall machen, fangen wir wieder als Höhlenmenschen an. Wäre möglich, dass es sein muss. Vielleicht werden wir die gar nicht mehr anders los. Ach du Scheiße, seht euch das an! Seht euch das an! 2 Millionen Leute haben da gelebt. Na toll, die können wir wohl abschreiben. Wo zur Hölle ist das Militär? Ich meine, sollten sie nicht präsent sein und uns beschützen? Es scheint niemanden zu geben, der was tut. Es gab wirklich kaum irgendwo Militär. Die haben sie wohl zuerst erledigt. Das war die Strategie. Dann war das ihr Plan. Die haben einfach gewartet und... Das war ganz bestimmt ihr Plan. Oh, das bedeutet, die müssen ziemlich intelligent sein, nicht wahr? Ja. Sobald wir in Paradise City sind, in diesem Militärstützpunkt, kriegen wir Gewehre und Munition. Dann können wir endlich mal loslegen. Ja, falls die Stadt noch existiert. Ob da noch jemand ist? Paradise City und Little Haven sind zu strahlungsfreien Zonen erklärt worden. Wie es heißt, ist die Wasserqualität bedenklich. Auf dieser Seite von Paradise City sind riesige Bombenkrater. Die Invasoren haben ein Basislager errichtet und sie... Ich glaube, es ist die Lichtmaschine. Ich kann... Hey! Ich glaube, dass mein Zuhause nicht mehr existiert. Man hält es doch für ausgeschlossen, dass einem so etwas passieren könnte. Aber wenigstens sind die Flugzeuge wieder da. Wer weiß? Die hat vielleicht das Militär geschickt. Hoffen wir, dass wir ihre Basis finden können. Was denkt ihr? Die haben alle dasselbe Ziel. Ich sag dir was. Da wird vielleicht Widerstand organisiert. Das wäre doch was für uns, oder? Ich würde mal schätzen, die sind vielleicht 200.000 ungefähr. Und wir sind 2 Milliarden Menschen. So etwa. Da kommen 20.000 auf einen von denen. So ist die Lage. Ziemlich gut. Das setzt voraus, dass noch so viele übrig sind.
Hi. Den Schrotthaufen habt ihr zum Laufen gekriegt? Ein bisschen Geduld, dann geht alles. Schön, euch zu sehen. Ja, freut mich auch. Was denn, ihr kennt euch? Ja, tun wir. Habt ihr was zu essen? Ja, im Auto sind noch Chips. Ich hol dir welche. Ja, okay. Schön, dass ihr gesund und munter seid. Gleichfalls. Paradise City? Ja. Ja. Habt ihr noch Platz für uns? Haben wir. Danke. Na los. Bitte. Ja, danke. Oh, ich hab was vergessen. Also als erstes gehen wir mal anständig essen. Dann brauchen wir Klamotten und eine Dusche. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Nicht anfassen. Es hat Dornen. Ich habe sowas hier noch nie gesehen. Hey! Kommt mal hier rüber! Vielleicht haben die das mitgebracht. Dieser schwarze Qualm, vielleicht hängt's damit zusammen. Vielleicht war da der Samen drin. Ich habe mal einen Film gesehen, wo die Menschen die Erde verlassen mussten. Und sie fanden einen anderen Planeten und um dort überleben zu können, war es nötig, ihn auf ihre Bedürfnisse einzustellen. Also fingen sie an, Pflanzen einzusäen, die sie zum Leben brauchten. Und ich glaube, genau das tun die hier. Das nennt man Terraforming. Ja, Terraforming. Ihn bewohnbar machen und das Biosystem ändern. Genau. Was da unten wohl los ist? Wir brauchen einen Kundschafter. Ich mach das. Ich geh runter, halt die Augen offen und beobachte sie. Sieh mir an, was sie tun, wo ihre Schwächen sind. Nein, das geht vielleicht nicht. Vielleicht erbeute ich Vorräte. Du kannst nicht allein da runtergehen. Ich könnte doch gehen, ich würd's machen. Nein, du wirst hier gebraucht. Wir gehen alle runter. Nein, ich gehe. Warum willst du alleine gehen? Allein bin ich schneller. Es ist besser, wenn ich da unten nur für mich selbst verantwortlich bin. Zusammen sind wir unbeweglich und auffällig. Da besteht die Chance, dass sie uns schnappen. Ich weiß nicht. Sei auf der Hut. Hörst du, Anders? Ich komme wieder. Garantiert. Na gut, auch wenn's mir nicht gefällt. Ich mach das schon. Keine Sorge. Pass auf dich auf. Fühlst du dich? Okay. Müde. Ich friere. Ja, es ist kalt. Komm, ich wärme dich. Mir ist auch kalt. Ist schon komisch. Was denn? Wäre das Ganze nicht passiert, wäre das mit uns auch nicht passiert, nicht wahr? In unserer alten Welt? Oh, tja, also meine Welt, das waren die Bars. Die Bars. Diese Welt war... Restaurants. Ich weiß nicht, vielleicht doch. Du bist anders. Du aber auch. Verrückt. Sehr sogar. Ja, ich glaube, du hast recht, das wäre nicht passiert, aber jetzt ist alles anders. Alles hat sich verändert.
in Ordnung? Wasser. Gib mir Wasser. Was ist passiert? Was ist passiert? Die haben all diese Menschen in dem eingezäunten Bereich eingesperrt und saugen ihnen das Blut aus. Wie viele Menschen sind denn da? Tausende, Tausende und Abertausende. Irgendwelcher Widerstand, irgendwelches Militär, irgendein Nichts. Anzeichen davon. Wir haben verloren. Wir sind erledigt, aus und vorbei. Keine Hoffnung mehr. Der Krieg ist vorüber. Leute, kommt her. Komm her. Ich habe mir was überlegt. Ich habe einen Plan. Hoffentlich taugt er diesmal was. Wir haben einen Plan. Und Bomben. Inzwischen weiß ich, wie er es macht. Anders hat's mir beigebracht. Das ist merkwürdig und gleichzeitig interessant. Wir haben schon ein beachtliches Waffenarsenal. Und das ist cool. Also, Sie könnten jetzt sagen, ich bin ein Terrorist. Ich finde, in diesem Fall ist das gar nicht schlecht. Mir gefällt's. Ich warte auf die Dreibeiner. Die anderen bereiten die Bomben im Auto vor. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Als Lockvogel. Ich bin früher Kurzstrecke gelaufen. Ich hoffe sehr, dass ich immer noch schnell genug bin, um wegzulaufen. Und ich hoffe, die Bomben funktionieren. Anders baut sie. Ich weiß nicht, wie viel er vom Bombenbau versteht. Er hat es wohl von der Anleitung des Militärs, die herausgegeben wurde, als das Ganze anfing. Aber ich denke, er wusste es schon vorher. Ich kann ihn nicht einschätzen. Aber wenn er uns hier rausbringt, dann sage ich... Egal. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir das tun. Wo ist das Militär, fragen wir uns. Frage ich mich. Es kommt. Oh mein Gott. Seht mal. Da ist es. Ich kann das nicht tun. Das schaffe ich nicht. Es ist zu dicht dran. Das ist aussichtslos. Ich war entschlossen. Ich wollte es tun. Und dann... Ich habe keine Chance, diesem Ding davonzulaufen. Es ist zu schnell. So gut bin ich als Läuferin auch nicht. Wir wissen nicht mal, ob die Bomben funktionieren. Was ist das für ein Plan? Ja... Doch, ich kann das. Ich weiß, dass ich das kann. Also dann. Es geht nicht anders. Du musst dann auf den mittleren Knopf drücken. Das ist der Auslöser, okay? Alles klar? Hier drauf drücken, ja?
Genau, du machst das schon. Und jetzt musst du hier nur noch ein bisschen mehr Druck. Wir haben es mit Granaten versucht und es hat nicht funktioniert. Das haut niemals hin. Genau. Das war nur eine Granate. Wir müssen es versuchen. Da! Siehst du, das ist der Auslöser. Du fängst an zu pumpen und pass auf. Ja, und das ist, wie gesagt, der Auslöser. Also aufpumpen. Das muss funktionieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lass doch! Diese Scheißdinger! Diese verfluchten! Oh Gott! Wir haben es erwischt! Es hat funktioniert! Seht doch, da! Danke, Chef! Mach das Scheißding fertig! Oh nein, seht doch! Verdammt nochmal! Ja! Wahnsinn! Sehr gut! Na also, wer sagt's denn? Ich hab's gewusst! Ja. So viel dazu! Ja! Das war's! Nicht zu früh, Freunde, Leute, da kommt irgendwas. Oh nein, wir müssen weg hier! Wir müssen weg! Los, hauen wir ab! Nein, warte! Wir müssen ihnen helfen! Nein, nicht! Wir können sie nicht allein lassen! Marissa! Nein! Nein! Bin ich da! Also Wärter überall und ein Zaun, der ringsrum geht. Also, das ist nicht leicht. Da sind schon ein paar Lücken im Zaun. Groß genug für einen Menschen? Auf jeden Fall, ich zeig's dir. Siehst du Wachen? Na ja, die Wachen. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Es gibt eine Flugüberwachung und die scheint nach dem Zufallsprinzip zu funktionieren, tut sie aber nicht. Geh mal her. Da fliegt der Erste drüber. Der da? Ja, der fliegt gleich. Einmal längs drüber. Wenn der Zweite an dem Punkt ist, fängst du langsam an zu zählen. Jetzt kommt nämlich eine Pause. In dieser Pause ist keine Aktivität und wir könnten rein. Wir müssen gleich los. Ich darf jetzt nur nichts vergessen. Das klingt jetzt sicher verrückt. Aber als ich diesem Ding vorhin gegenüberstand, sah es mich an. Und ich hörte eine Stimme. Nein, es war mehr ein Gefühl. Und es sah mich an, so wie jemand, der eine Kuh oder sowas ansieht. Wie etwas zu essen, aber nicht aggressiv, wie ich vermutet hätte. Mehr, ja, mit Bedauern und Scham. Das hatte ich nicht erwartet. Es ist einsam ohne die anderen. Ich muss immerzu an sie denken. Die Regierung der Vereinigten Staaten fordert jeden Bürger auf, sich zu schützen. Jeder ist nun für die eigene und die Sicherheit seiner Familie selbst verantwortlich. Wenn Sie eine Waffe haben, benutzen Sie sie. Unser Militär... Bist du bereit? Ja. Ist die soweit in Ordnung?
Sieht gut aus. Jedenfalls besser als die da. Prüf mal die Magazine. Ich vertraue dem Teil nicht. Tja. Wird schon gut gehen. Denkst du, diese Dinger da sind zuverlässig? Das hoffe ich. Meine Güte, das ist ja stockfinster hier. Was ist das? Sieht aus wie eine Ölraffinerie. Ist irgendwie bedrohlich. Gefällt mir nicht. Ob die irgendwas übrig lassen? Denken wir positiv. Unter den Umständen sollten wir das wohl tun. Ganz genau. Geht's dir gut? Früher bin ich gerne nachts gefahren. Da warst du auch jünger. Ja. Ist doch klar. Anders müsste längst wieder hier sein. Er sagte, es dauert nur 20 Minuten, aber es ist schon länger her. Hey, was tun Sie hier? Mein Gott, ich warte auf einen Freund. Bei welcher Kompanie sind Sie? Hier ist Bravo-Kompanie-Gelände. Ich bin bei gar keiner Kompanie. Wir haben die Sondermeldungen gehört und haben Bomben gebaut. Schaffen Sie die außer Reichweite, hier wird gleich alles hochgehen. Nein, wir haben noch Freunde da unten, die müssen wir erst rausholen. Wozu haben Sie das da? Ach, ich filme ein bisschen. Vielleicht ist das später zu irgendwas Nütze. Für meine Familie. Alles okay? Mein Freund Anders ist da unten. Er sollte erfahren, was hier los ist. Gehen wir. Warten Sie hier. Ich checke die Lage. Okay. Oh, Scheiße! Eine blöde Idee. Ich hätte einfach auf Anders warten sollen. Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles über uns kommen konnte. Das wird nicht gut gehen. Hey, da bist du ja. Siehst du ihn? Nein. Kein Roger. Nein, gehen wir weiter, da kommen noch mehr. Na los. Ist das Roger? Roger! Roger! Nicht den Zaun berühren, der steht unter Strom. Stephanie, geht's dir gut? Freut mich, euch zu sehen. Freut mich auch. Wie geht's bei euch? Alles klar? Habt ihr das geschafft? Seid ihr verletzt? Schön, dass ihr da seid. Okay, wir holen euch hier raus. Hey, mir geht's gut, Mann. Sie haben mir nichts getan. Wir hören, wir gleich haben da drüben ist ein riesiges Waffenarsenal. Wo denn? Na, gleich da drüben. Wo? Da drüben. Wir sind soweit, es wird ernst. Was? Geht weg von Gitter, wir sprengen es jetzt. Also los. Eine Granate. Zurück. Mach schon. Gib mir eine Granate. So, mach schnell. Weg hier. Los, los!
sie, wo Sarah ist. Die bringen die Leute immer zu dem schwarzen Tempel da drüben. Gleich wirklich, da drüben, Anna? Ja. Ich komme mit. Nein, Kleines, du wartest hier. Ich will aber mitkommen. Wir kommen doch wieder. So lange musst du noch aushalten. Soweit hat das ja geklappt. Ich bin Rennick. Hoffentlich geht's weiter so. Nein, das ist der Name. Ehrlich, kommt nicht in Frage. Ich will aber mitgehen. Scheiße, Anders. Die Diskussion ist beendet, verstanden? Sag ihr, sie soll hier warten. Du, ist mir egal. Bleib hier. Was soll denn das? Haltet auf. Tiffany Rennick. Nein, ich will nicht hier bleiben. Okay. Ich will mit. Ja, ich du weiß, aber es schon. Geht nicht. Du wartest hier. Das ist Rennick. Er passt auf dich auf. Anders, jetzt komm endlich. Ja doch. Ich will mit. Halt dich an ihn. Ein merkwürdiger Ort. Ja, ist es. Aber hier stinkt's gewaltig. Allerdings. Was wollen wir eigentlich hier? Das wird sich... Was zum Teufel war das? Es war meine Hausarbeit. Zufrieden? Toll. Hausarbeit. Seit wann kannst du eine Bombe mit Zeitzünder bauen? Ich habe Bücher gelesen. Du, und lesen. Blödsinn. Leute. Da ist doch irgendwas. Licht aus. Anders, mal im Ernst. Ich weiß, Dr. Seuss hat dir sowas nicht beigebracht. Was ich erwartet habe, aber das war es nicht. Deine Bräute sahen manchmal auch nicht besser aus. Ich denke, das wäre der Zeitpunkt, euch zu fragen, wo ihr herkommt und was ihr wollt. Ist zurzeit wohl egal. Dann mal los, Leute. Geben wir es ihm. Komm, bringen wir sie hier raus. Sarah, steh auf. Steh auf. Wir müssen hier raus. Zu euch? Zur Hela, dann tust du nie wieder. Na sowas. Sehr gute Arbeit übrigens. Danke, wir fangen gerade erst an. Ich muss die Leute aus den Käfigen holen. Und passt auf euch auf. Viel Glück. Für euch auch.
Haus geht's noch? Ja. Willst du gehen? Ja, lass mich runter. Es sei denn, du bestehst auf deiner Samariterrolle. Und was tun wir jetzt? Wir können wegrennen und uns verstecken. Oder wir suchen uns noch so einen intelligenten Fleischklumpen und machen lecker Hackfleisch aus ihm. Oh, Scheiße! War vielleicht ein bisschen viel Sprengstoff. Aber nicht doch. Kann nicht genug sein für die. Kommt schon. Wir müssen weiter. Die Regierung der Vereinigten Staaten fordert jeden Bürger auf, sich zu schützen. Jeder ist nun für seine und die Sicherheit seiner Familie selbst verantwortlich. Wenn Sie eine Waffe haben, benutzen Sie sie. Wir haben gewonnen. Aber es fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Sondern mehr wie ein Ausgangspunkt. Weil der Kampf noch weitergeht. Wir kämpfen weiter. So lange, bis die letzte dieser verfluchten Kreaturen vom Erdboden verschwunden ist. Weil ich nicht mehr wegrenne. Weil ich dem Unrecht ins Auge sehe und mich nicht verstecken will für den Rest meines Lebens und warten, ob nicht von irgendwo Hilfe kommt, denn das wird nicht passieren. Das kommt nicht in Frage. Sie können uns verlassen oder untergehen. Wir sind der Widerstand. Anders geht es nicht.